Agro. Ja, du mit deinem Hacken, du hackst dich selber wahrscheinlich. Ja, weil du vom Gas runtergegangen bist. Aber jetzt bleibst du runter, weißt? Aha, jetzt ist er. Aber bei 150. Von 140 auf 150. 10 km schneller. Erpressen! Ich bin zu Hause. 3-1 gewonnen, du Bitch. Nein, auch gewonnen. Warum fragst du dann, du rote Nudel? Ja, ich fahr kein rotes Auto. I'm sorry, du fährst doch ein rotes Auto, nicht ich. Da stehe ich auch dazu, dass ich eine Bayern-Tür. Was laberst du, Peppi? Auch Schalker lügen. Ja, und was habe ich mit Uli Hoeneß zu tun, du Drecksau? Aha, und was soll ich zu 60 sagen, hä? Was soll ich zu 60 sagen, hä? Ich hab einen Kumpel, der ist bei 60, ja? Und nur weil 60 Scheiße spielt, soll ich ihn bestrafen, weil er 60-Fan ist, oder was? Und er spielt Bayern gut, und ich bin Bayern-Fan, nur weil du was dagegen hast, weil Schalke ein Scheiß-Verein ist. Ja, siehst du, und ich sag dazu auch nichts. Aber Bayern hat sie erkämpft und das hat Schalke nicht. Ja, aber weil sie es können, weil sie Wirtschaft haben. Sie haben Wirtschaft und das hat Schalke nicht. Peppi, du weißt schon, Bayern ist das reichste Bundesland der Welt. Du weißt schon, dass Bayern der reichste Bundesstaat von Deutschland ist, gell? Du Drecksau. Und wenn du jetzt nochmal abkürzt, von Deutschland. Von Deutschland. Der Reichste. Peppi, kannst du nur nicht zugeben. Er kann es nur nicht glauben, dass Intelligenz. Ich kenne einen, der heißt Timon und der so, der macht jeden Tag seinen Nürnberg-Song. Ich krieg den auch schon nicht mehr aus dem Kopf. Oh, jetzt will er mir. Was sammelt der so kurz? Ah ja, und was kannst du? Dein Pimmel absägen mit einer Kettensäge. Ja, übelst. Aber dann würde er verlieren. Wenn er mein Bruder wäre, dann würde er verlieren. Er hat gegen mich. Und mir hättest du nicht eine verpasst. Eine hättest du mir von hinten. Peppi, du hast keine Chance gegen mich, weil ich habe immer meine Hosentasche im Messer und es ist immer offen. Du Peppi, du hast keine Chance gegen mich. Erstens bin ich 30 Zentimeter größer als du. Zweitens ist mein Bizeps ein 60er Bizeps, weißt? Alter, was willst du? Meine Kampf. Ich war ja nicht umsonst beim Karate. Ich war ja nicht umsonst. Halt, ja, du jetzt, gell? Jetzt kommst du. Halt die Schnauze. Ja, aber die Tommy sieht auch das. Aber weißt du was? Deswegen, das passt ja. Aber das passt ja noch dazu, weißt? Tammy und Peppy passen doch gut zusammen. Im Gegensatz zu dir habe ich Weichteile.
Und die sind schön hart und schön lang. Umso länger, umso besser, dass ich mehr abkriege als du. Weil, weißt du was? Der Baseballschläger, der wird meine Hand berühren. Und wenn er meine Hand berührt, nehme ich ihn dir ab und reiße ihn dir raus und dann ist dein Gesicht rot. So wie dein richtiges Face. Peppy. Peppy, ein Menschen, ich sag dir eins, du bist der, das habe ich gelernt. Ich war ja nicht umsonst beim Karate, ja? Und ich, bei Karate ist eigentlich scheiße. Und nun mal so, und Peppi, wo ist denn das Schlimmste? Peppi, wo ist das Schlimmste eines, wo ist die schlimmste Stelle eines Körpers eines Jungens? Ich geb dir scheiß Babyklappe, sonst reiß ich dich auseinander, du Drecksau. Mach das, dann kommt Lara zu dir vorbei und sie beißt dir gern deine dicken Möpse ab. Die Lara, die hat einen Flammenwerfer und den habe ich auch. Und noch einmal was gegen Lara, nur mal so, ich mache immer noch ein Video und ich kann dir das gerne schicken. Peppi, du handelst dir nur Ärger an, ich sag's dir. Ich kann es der Lara schicken, auch mir scheißegal, ob sie jetzt Trauer hat, weißt? Doch, kann man googeln. Steht immer im Buch drin. Peppi, das ist eigentlich doch einfach, weißt du was? Hey, ich filme doch, du Idiot. Peppi, du kleiner Pimmelberger, hast mir hier nichts zu sagen. Du bist hier im Gegensatz zu mir noch 13. Ich bin 15. Erstens sage ich eins. Es geht nach dem Alter, nach der Größe und nach meinem Penis. Und der Penis von dir ist nicht so groß. Stefan, der hat Probleme, oder? Ey, denkt er sich, dass er sich gegen mich aufmucken kann? What happened? Ich hab Würde. Ich könnte dich für Würde in den Knast stecken. Schalke hat keine Würde. Außer Stefan, der ist normal. Der einzigste Mensch, ich schwöre dir, der einzigste Mensch, obwohl das ist nicht der einzige, der richtig nett ist, ist Stefan. Ey, Peppi, was hast du genommen, Alter? Du bist genau wie der Lohof. Was hast du genommen? Du bist genau wie der Lohof. Ehrlich, genauso scheiße und dick und fett und bunt. Genauso wie deine hässliche Tochter. Aber Peppi, weißt du was? Ich glaube, du kriegst keine Familie zustande, weil dein Penis so klein ist, dass man ihn gleich abbeißen kann. Obwohl, da ist er nicht zum Beißen. Nee, er hört dich nicht, leider, Luca. Aber, Peppi, dein Penis sollte mal ein bisschen wachsen. Brauchst du Wachstumshormone? Um Wachstumshormone zu kaufen, brauchst du Geld und das Geld hast du nicht. Und Wachstumshormone schränken deinen Körper ein. Dann wirst du nochmal kleiner und hast nochmal keine Chance. Kann ich dir gleich Klitschko vorbeischicken? Da passt du dreimal rein. Da passt du ja jetzt schon dreimal rein. You're my heart. You're my soul. Mein Maulwerk. Jetzt gibt er mir aber Fremdwörter her. Hä? What the fuck? Aber Peppi, ich habe ein Wort, das weißt du nicht, was das ist, und das ist gut. Peppi, was heißt Cracker? Du fährst scheiße, wie immer. Also, was heißt Cracker? Du hast keine Ehre, du hast eine Schlampe. Schlampe habe, dann kann ich dir das gerne sagen. Ich hab doch schon drei zu Hause. Aber nicht nur aus Gummi, weißt? Das hast du ja. Du brauchst eine Gummischlampe, damit du dir einen abzupfen kannst. Peppi, nur mal so, denkst echt ganz ehrlich, wenn ich in deiner Schule wäre, du hättest Angst vor mir. Ganz ehrlich. Du hättest Angst vor mir.
Dein Baseballschläger hat gegen mich keine Chance. Wie oft noch? Oh mein Gott. Okay. Wollen wir das testen? Nur mal so, Peppy, ich habe im Gegensatz zu dir einen richtigen Baseballschläger. Okay? Ja, und der ist bei mir aber in der Hose, bei dir ist er in deinem scheiß Arsch drin. Ja, bei dir zum Beispiel. Den brauchst du ja, um deine Anal-Zukunft zu erhalten. Anal-Zukunft herbeigeführt. Ich hab ja nicht umsonst einen Zweierschnitt. Oh, in der Schule habe ich so viel gelernt.